In dem heutigen Video werde ich eure Fragen beantworten, die ihr mir zum Beispiel zugeschickt habt. Es gibt nämlich einen Anlass für das FAQ, denn ich habe die 80.000 Abonnenten vor kurzem erreicht und da bin ich euch unglaublich dankbar, aber ohne mich jetzt hier groß bei euch irgendwie einzuschleimen, würde ich sogar sagen, fangen wir schon mal direkt mit der ersten Frage an. Die erste Frage kommt von Mariko006, denn die hat gefragt, Frage, wann machst du eine Roomtour? Ja, ich habe euch ja schon mal angekündigt, dass ich ab 100.000 Abonnenten mich zeige und ich denke, da könnte dann auch was in Richtung Roomtour kommen. Jetzt ist noch keine geplant, aber wie gesagt, ich habe mein Zimmer krank umgeändert, also das sieht jetzt wirklich krank aus mit LEDs und was weiß ich. Also auf eine Roomtour könnt ihr wirklich gespannt sein, die lohnt sich und ja. Die zweite Frage, was ist dein Ziel mit der Abo-Anzahl auf YouTube? Ja, mein Ziel ist wirklich von Anfang an schon die 100.000. Realistisch war es von Anfang an überhaupt nicht, aber mit der Zeit wurde es halt immer realistischer und jetzt sind es irgendwie nur noch 20.000 Abos und ich denke, die schaffen wir jetzt auch noch. Nee, aber die 100.000 Abos ist halt einfach echt krank, weil, keine Ahnung, da kriegt man halt sau viel, da kriegt man Haken, da kriegt man Playbutton, da kann ich mich bei Discord verifizieren und so. Also 100.000 Abos ist halt schon echt krank. Ja, und danach habe ich eigentlich kein Abo-Ziel mehr. 500.000 Abonnenten wäre das nächste, aber das ist natürlich übelst unrealistisch, genauso wie für mich früher die 100.000 und ich meine, die 1 Million ist halt noch unrealistischer. Also ich habe eigentlich nach den 100.000 erstmal kein Abo-Ziel. Ich würde mal sagen, auf den 100.000 zu bleiben. Ich meine, es wäre schlimm, wenn ich wieder weniger so bekomme. Deswegen, mein Ziel ist es immer, über 100.000 Abos auf YouTube zu haben. Die nächste Frage, seit welcher Season spielst du Fortnite? Ja, ich spiele jetzt, glaube ich, seit Season 1 oder so Fortnite. Also ich habe direkt am Anfang eigentlich angefangen, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen gewartet, weil ich mit neuen Spielen immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich weiß nicht, ich muss erstmal darüber nachdenken, ob ich jetzt überhaupt Bock auf das Spiel habe oder ich bin ein bisschen pessimistisch vielleicht gegenüber neuen Spielen eingestellt, wie zum Beispiel Warzone oder so, habe ich auch noch nie gespielt, habe mir auch überhaupt noch kein Video dazu angeschaut tatsächlich. Ja, ich bin bei solchen Spielen immer ein bisschen vorsichtig und ich bin dann immer so ein Nachzügler. Ich meine, ich habe Fortnite auch erst Season 1 oder so angefangen, obwohl meine Freunde das auch schon seit 2 Monaten oder so gespielt hatten. Also ich bin immer ein bisschen langsam, was das angeht. Nächste Frage kommt von Bastian, in die seit kommentiert, hast du vor, dass auf deinem Kanal auch noch andere Themen kommen? Update-News, neue Waffen, vorstellen, Meta. Ja, ich habe jetzt auch vor, ein bisschen mehr auf Unterhaltung zu gehen. Also ich meine, die Unterhaltungsvideos, wie ich kopierte die Settings und dann passierte das, kam mir auch wirklich ziemlich gut an. Das erste Video hat über 10.000 Aufrufe, das zweite auch knapp bald 10.000 und ich glaube, ich werde da in die Richtung auch in der Zukunft mehr bringen und andere Games wie GTA kommen natürlich auch. Nächste Frage kommt von Arthur, denn dieser hat kommentiert, macht YouTube dir Spaß und wie alt bist du? Also ich bin 17 Jahre alt und ob mir YouTube Spaß macht, momentan extrem. Also ich habe echt eine Motivation jetzt vor allem auch vor den 100.000 Abonnenten YouTube wirklich durchzuziehen. Ich habe jetzt auch schon seit 1,5 Monaten, glaube ich, knapp Daily Uploads gebracht. Also da hustle ich momentan wirklich krass durch. Aber ich muss wirklich sagen, in stressigen Zeiten, wo ich irgendwie in der Woche 2 Klausuren oder so in der Schule schreibe und eigentlich keine Zeit für YouTube habe, aber ich es trotzdem gemacht habe, so in der Vergangenheit, da muss ich sagen, hat es mir manchmal halt einfach keinen Spaß gemacht, weil es einfach zu viel Stress war, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und die zweite Sache ist, wenn ich zum Beispiel ein Game überhaupt nicht spiele, also ich spiele persönlich oft Rainbow und da gab es eine Zeit, also momentan spiele ich auch wieder persönlich richtig viel Fortnite, aber es gab eine Zeit, da habe ich privat überhaupt kein Fortnite gespielt, sondern nur für Videos und ich meine, da war es nicht ganz so nice, aber ich meine, es hat mir auch nicht Spaß gemacht so. Nur ich hätte halt vielleicht ein neues Game gebracht, aber ich meine, die Community ist Fortnite und GTA und was soll da noch ein drittes Game so. Die Aufgabe vom YouTuber bzw. Content Creator ist es nicht für sich Videos zu machen, meiner Meinung nach, und da ist auch Trimax der Meinung, das weiß ich, sondern halt eben für die Zuschauer. Das sollte ganz wichtig sein und das ist halt auch ein kleiner Tipp so für neue YouTuber. Die nächste Frage, die mir wirklich auch so viele gestellt haben, ist, hast du eine Freundin? Und um dieser Frage jetzt einfach mal auf den Grund zu gehen, muss ich dazu sagen, ich habe keine Freundin momentan, ich bin auch nicht auf der Suche nach einer, einfach aus dem Grund, weil ich denke, ja, man sollte genügend Zeit dann für eine Freundin haben und die habe ich halt einfach durch YouTube nicht, weil ich mich momentan halt eher auf YouTube konzentriere. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme von der Schule so 16, teilweise auch 17 Uhr, habe dann vielleicht noch andere Termine außerhalb der Schule und bin dann um 18 Uhr manchmal zu Hause und mache dann halt wirklich noch den ganzen Abend Videos und ich komme teilweise noch nicht mal zum Hausaufgaben machen, bin ich ganz ehrlich, mache ich dann im Bus am Morgen. Ich glaube, einige von euch fühlen das und ja, da bin ich halt einfach viel zu eingespannt, was YouTube und so angeht, dass ich jetzt die Zeit für eine Freundin hätte. So, die nächste Frage, die sich auch super, super viele Leute gestellt haben. Hast du mal vor, mit Facecam ein Video aufzunehmen? Dazu muss ich ja wirklich sagen, ich hatte ja ganz, ganz früher Facecam. Also da hatte ich vielleicht 20.000 Abos, da habe ich mal die Facecam angeschaltet. Da schreiben mir auch immer noch ganz viele Leute, ja, du hattest ja mal Facecam. Da muss ich auch was dazu sagen. Und zwar sah ich damals, was Frisur angeht, was generell mich angeht, sah ich anders aus. Freunde, es ist ein Jahr oder 1,5 Jahre
Jahre her, da verändert man sich einfach, was das Aussehen natürlich auch angeht. Also mittlerweile würde man mich, glaube ich, nicht mehr erkennen so. Und es gibt noch einen zweiten Grund, und zwar hatte ich halt 20.000 Abonnenten und jetzt habe ich 80.000 Abonnenten, und wenn ich mich zeige, habe ich die 100.000 Abonnenten, und ich meine, das ist schon eine andere Reichweite, beziehungsweise kann es da mal schon vorkommen, dass man mich erkennt zum Beispiel, weil ab 100.000 Abonnenten kann das halt einfach mal der Fall sein. Und da habe ich mir auch erstmal lange überlegt, ob ich das auch möchte, weil man kann sowas ja nicht zurückmachen. Wenn man sich erstmal gezeigt hat, dann wird man auch im Kopf der Leute meistens bleiben. Also wenn Trimax sich auf einmal nicht mehr zeigen würde, dann würde man ja trotzdem wissen, wie er aussieht. So, und er hätte trotzdem, denke ich mal, auf der Straße wenig Privatsphäre. Also in seiner Position, wisst ihr. Deswegen ist es schon mal eine Überlegung wert, ob man sich überhaupt zeigt. Aber ich bin der Meinung, dass es halt viel persönlicher ist, wenn ihr dann auch zum Beispiel meine Mimik sehen könnt oder was weiß ich. Deswegen gibt es, wie gesagt, ab 100.000 Abonnenten direkt ein Facecam-Video. Vielleicht filme ich sogar meine Reaktion auf die 100.000. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Equipment habe ich mir hier gekauft, ein neues Objektiv, ein Stativ habe ich mir gekauft, Belichtung und alles drum und dran. Also, oh, Digga, ich bin arm gefühlt. Hat alles so viel gekostet, aber das mache ich auf jeden Fall für die Quali. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblingsfilm? Dazu muss ich wirklich sagen, ich bin gar kein Seriengucker. Ich habe noch nie irgendwie überlegt, Netflix mir zu kaufen. Da bin ich vielleicht ein bisschen komisch in meinem Alter, weil jeder Netflix hat. Ich habe noch nie irgendwas auf Netflix geschaut, weil ich einfach die Serien nicht schaue. Aber das hängt natürlich auch wieder mit der Zeit zusammen. Wenn ich mal nicht am PC bin, dann mache ich was anderes wie Sport oder so und schaue dann halt nicht noch Serien. Und sonst mache ich halt alles, wenn ich digital am Start bin, YouTube und so, wisst ihr? Nee, aber mein Lieblingsfilm, da habe ich so S, ich denke, jeder kennt es. Also diesen Horrorfilm, den feiere ich übelst. Auch der neue Teil ist echt gut geworden. Und was ich als Serie mag, war GSI Göteborg. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist auch so wie Alarm für Cobra 11, nur in Schweden, glaube ich, oder so. War auch eine Serie, die war mal, aber die ist auch nicht mehr. Aber ich schaue sie mir trotzdem noch an. Also es ist wirklich meiner Meinung nach die beste Serie, die es auf der Welt gibt. Nächste Frage, was hörst du so für Musik? Da muss ich auch wirklich dazu sagen, ich höre richtig viel Musik, also von Deutschrap. Momentan viel Ami-Rap auch. Ja, und generell einfach alles, was im Club läuft, Charts, alles hoch und runter. Aber Charts halt eher weniger. Ich hasse es, wenn, kennt ihr diese Männergesangsmusik, wo die dann mit Gitarre dazu spielen? Das mag ich gar nicht, muss ich dazu sagen. Also, was Charts angeht, eigentlich nur Frauengesang so. Was mich auch wirklich viele gefragt haben, woher findest du immer diese Tipps und Tricks? Da muss ich wirklich dazu sagen, ich spiele ja schon seit Season 1, habe da schon natürlich ein paar Tipps und Tricks, die ich auch euch von Haus aus zeigen kann und halt im Kopf habe. Dann schaue ich viele Profispieler an und pick mir da einfach mal die Tipps raus, wenn zum Beispiel ums Boxfighten geht oder so. Da kann ich mich natürlich auch bei den Profispielern inspirieren lassen. Oder ich schaue mir einfach mal einen Vormittag Videos an zu Themen, die mich interessieren, und habe dann zum Beispiel die besten Tipps, sei es von deutschen oder auch von amerikanischen YouTubern, bin ich ganz offen und ehrlich. Da schaue ich mir halt einfach am Vormittag alle Videos zu dem Thema hoch und runter an und weiß dann einfach auch die besten Tipps und Tricks einfach automatisch so. Nächste Frage, Young OG, denn die seid kommentiert, hat dich wer inspiriert, YouTube zu machen? Früher habe ich ja mit Clash Royale angefangen, beziehungsweise Clash of Clans habe ich gar nicht gebracht. Nee, Clash Royale war es. Und ja, früher habe ich einfach die ganze Mobile-Szene auch übelst abgefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es viele nachvollziehen können. Einige bestimmt schon, einige bestimmt nicht. Weil es halt einfach nicht der Content für die breite Masse ist. Zum Beispiel Sutranix hieß er früher. Heute heißt er Artus Weichert. Der hat ja früher auch Clash Royale gebracht, glaube ich. Dann Pookie auch noch und viele weitere Mobile-YouTuber. Und ja, somit kam ich halt einfach auch drauf, YouTube zu machen. Weil ich sie halt ganz cool fand. Und deswegen dachte ich mir, fange ich mal mit YouTube an. Auch noch eine ganz, ganz interessante Frage. Wofür gibst du das Geld aus, was du mit YouTube verdienst? Also ich möchte jetzt mit den folgenden Aussagen auch überhaupt nicht flexen oder so. Ich bin aber der Meinung, dass ich halt für mein Alter, also ich bin jetzt 17 Jahre und gehe halt noch auf die Schule, schon im Vergleich zu anderen viel Geld verdiene, weil das halt einfach auch YouTube ermöglicht und ich habe eine Plattform, mit der verdiene ich auch nochmal Geld. Deswegen ist das schon eine berechtigte Frage, und wofür gebe ich jetzt letztendlich mein Geld aus? Ich muss sagen, ich investiere viel wieder in YouTube rein, also bestimmt ein Drittel gehen im Monat wieder in YouTube oder in meine Plattform rein. Also da bleibt auf jeden Fall schon mal zwei Drittel nur noch übrig, was dann auch Equipment angeht, neue Designs. Ihr wisst gar nicht, wie schweineteuer Designs sind. Da kann man aber beim gemalten Banner oder so bei 500 Euro liegen. Also Leute, Designs sind extrem teuer. Was dann noch ist, ist zum Beispiel Programme wie Adobe, Premiere Pro oder Audition, mit dem ich schneide oder was weiß ich. Das kostet auch, Photoshop kostet, dann Epidemic Sound, wo ich meine Musik her habe, das kostet auch nochmal, also ich investiere wieder viel in YouTube rein, was sich natürlich auch rentiert für mich.
Dann habe ich noch einen Thumbnail-Designer, den habe ich auch bezahlt. Und ich lege auch noch einen großen Wert so auf Kleidung, was auch die Qualität angeht. Weil ich meine, nehmen wir jetzt mal einen Gürtel an. Wie gesagt, soll überhaupt kein Flex sein, soll nur ein Vergleich sein, wie ich so denke. Ich habe jetzt einen recht teuren Gürtel, einfach aus dem Grund, weil ich denke, er hat eine ziemlich gute Qualität und das hat er auch. Nehmen wir mal ein Beispiel an, der kostet 500 Euro und den habe ich 10 Jahre. Leute, der ist eine Quali, ihr könnt es nicht glauben. Und sieht gut aus, ich trage ihn gerne und ja, ich war nie ein Gürtelträger, weil ich einfach nie Gürtel gefeiert habe, aber diesen Gürtel feiere ich wirklich so krank, den trage ich auch fast immer. Und das ist halt eben genau der Sinn von einem Gürtel, dass man Spaß hat, ihn zu tragen. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht bei einem ganz, ganz günstigen, der auch wirklich eine ziemlich, ziemlich schlechte Qualität hätte und gefühlt nach jedem Monat kaputt geht. Weil dann kaufe ich mir nämlich jeden Monat einen neuen Gürtel, der vielleicht 50 Euro kostet und eine richtig schlechte Quali hat und bin nach 10 Monaten bei meinen 500 Euro und dann habe ich meinen Gürtel, den ich bis jetzt immer gerne angezogen habe. Also so denke ich und so gebe ich natürlich auch noch einen kleinen Teil von YouTube für meine Kleidung aus. Natürlich spare ich auch und ja, so bringe ich halt das Geld von YouTube unter. Nächste Frage, was wolltest du als Kind werden? Ich wollte immer mal Spezialeinheit werden, so bei der Polizei oder so fand ich immer krank. Dann Arzt, Notarzt fand ich auch nice und jetzt, ja, weiß ich gar nicht. Jetzt hätte ich halt irgendwas vor mit Aktien vielleicht ganz später zu machen, aber erstmal natürlich YouTube und so das ganze Internetzeug durchzuziehen. Nächste Frage, kannst du bitte mehr GTA 5 machen? Ja, GTA 5 bockt sich meiner Meinung nach übel, also ich hätte auch wirklich Bock, weitere Videos für euch rauszuhauen. Das Problem bei GTA 5 ist, da fallen mir halt einfach keine Videoideen mehr ein, also ja, ich weiß halt gar nicht mehr, was ich dazu machen soll, außer diese wöchentlichen Aufgaben hochzuladen und das versuche ich auf jeden Fall so gut es geht durchzuziehen. Die nächste Frage, wo wohnst du? Ich werde natürlich jetzt nicht den genauen Ort sagen, aber ich kann euch sagen, ich wohne in Bayern in der Nähe von München, also ja, München chill ich ziemlich oft und da kann ich eigentlich schon sagen, dass ich da in der Nähe wohne. Wie bist du auf den Kanalnamen gekommen? Super unspektakulär. Ich hatte einen Kollegen, der hat früher auch YouTube gemacht, hatte 40.000 Abos, hieß Timematic und ich wollte einen anderen Namen als FRR Gaming, weil man kann das Gaming auch rausstreichen und dann habe ich FRR und das ist halt meiner Meinung nach kein richtiger Name mehr. Ich wollte so einen Künstlernamen haben und ich bin, was das angeht, wirklich der uneinfallsreichste Typ, den es auf der Welt gibt. Und deswegen habe ich ihn gefragt, yo, hast du vielleicht noch ein paar Namen, die du mir so sagen könntest? Da hat er gesagt, yo, ich höre jetzt auf mit YouTube, ich mache was anderes im Internet, nicht falsch denken. Und du kannst auch gerne meinen Namen übernehmen, viele Leute haben den gefeiert und warum nicht? Und dann dachte ich mir, yo, es gibt glaube ich keinen mehr, der Timematic hieß, ich glaube noch einen oder so. Und ja, da nenne ich mich einfach mal Timematic und so bin ich auf Timematic gekommen. Ich feiere den Namen und dachte mir, warum nicht? Die nächste Frage kommt von einem, der hat mir das Ganze auf Instagram geschrieben. Das heißt, ich kann die Frage nicht einblenden. Und zwar hat er kommentiert, wie wurdest du so erfolgreich auf YouTube? Ja, erfolgreich muss man natürlich auch erstmal definieren. Im Vergleich zum Trimax bin ich halt so nichts, was die Zahlen angeht. Aber ich denke, 80.000 ist schon eine bestimmte Größe und wie habe ich die jetzt erreicht? Ich habe einfach das hochgeladen, wonach die Leute suchen, beziehungsweise was die Leute brauchen. Wenn ich jetzt irgendwelche Montages oder so hochlade, was die meisten Fortnite-YouTuber machen, die jetzt nicht so viele Abos haben, dann habe ich mir überlegt, da werde ich nicht erfolgreich, weil dazu muss man erstens gefühlt einer der besten Spieler so sein und zweitens suchen einfach die Leute nicht danach und es ist viel einfacher groß zu werden, Videos hochzuladen, nach denen auch die Leute wirklich suchen. Ihr sucht ja vielleicht nach Fortnite-Tipps und Tricks und da werde ich dann in den meisten Fällen noch angezeigt. Und das habe ich mir überlegt, bringen noch nicht so viele, da habe ich noch eine Chance, mich irgendwie reinzumischen. Dann dachte ich mir, dann lade ich mal das hoch und dann kamen noch Settings dazu, dann kam noch das dazu und so bin ich jetzt letztendlich bei 80.000. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig diese Fragen beantworten. Falls noch irgendwelche Fragen offen stehen, kommentiert sie mal. Da werde ich sie vielleicht auch in der Zukunft mal beantworten. Wie fandet ihr eigentlich mein erstes FAQ? Schreibt es mir auch gerne runter in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, morgen sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Haut da rein, lasst es sein und ciao, peace.